for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, eine Mali-Dornschwanz-Agame Uromastix dispermaliensis. Ne? Früher war es Uromastix acantinura maliensis, jetzt ist scheinbar Uromastix dispermaliensis. Der Name ändert sich, aber das Tier bleibt weiterhin gleich schön. By the way, meine erste Echse, ne, die ich besessen habe vor über 30 Jahren, war so eine Mali-Dornschwanz-Agame, so eine wunderschöne Echse. Und bin ich 30 Jahre später noch genauso ein Fan davon. Das ist ein Jungtier, ist jetzt gut ein Jahr alt, anderthalb Jahre alt. Fängt jetzt an, die Farben zu kriegen. Ne? Wenn er hier guckt, hier kommt das Gelb-Grün schon durch, das Orange kommt durch. Also ich finde sie wunderschön und deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch. Einer von euch hatte angeregt, diese Frag-Stefan-Folgen mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu machen. Ne? Dass wir uns nur ein Thema raussuchen und dafür ein bisschen mehr in die Tiefe gehen mit den Fragen. Das haben wir jetzt oder probieren wir hier heute zum ersten Mal. Bin mal gespannt, wie es bei euch ankommt. Gerne bei den Kommentaren dazu schreiben. So nach dem Motto, ach lieber wieder allgemein, fragt Stefan kreuz und quer. Oder oh ja, gute Idee, macht intensiv ein Thema. Als erstes Thema haben wir uns für die Königspythons entschieden. Das ist natürlich naheliegend, weil es ja doch mein größtes Steckenpferd ist sozusagen. Und deswegen heute die Frag Stefan Ball Pythons Folge. Bevor ich mit den Fragen loslege, noch zwei Dinge mehr oder weniger in eigener Sache. Das eine ist da drüben der Thorsten Zubrot, begnadeter Künstler seines Zeichens und einer von euch oder einer aus der Reptil-TV-Community hat mir vor ein paar Wochen dieses coole Bild geschenkt, einfach weil er Reptil-TV toll findet und da kam das aus heiterem Himmel dieses Bild angeflattert und ich finde es echt richtig cool und lässig und so wegen so, ja, wie könnte man es so Modern Street Art Graffiti-Style oder sowas. Also Thorsten, tausend Dank an dich und eben bei der Gelegenheit tausend Dank eigentlich an die ganze Community. Zum einen, dass ihr immer so fleißig schaut natürlich. Zum anderen, dass ihr, wenn ich zu so Fragen aufrufe, kommt wirklich super Feedback immer. Oder auch wenn ich Kommentare zu den Filmen aufrufe. Ich finde es erstaunlich positiv, das Feedback, was von euch kommt. Also es ist wirklich selten mal dabei, dass irgendjemand so wegen, also Kritik finde ich eh super, aber so irgendwie so das Genörgel und alles schlecht und ach und furchtbar und so weiter. Das ist irgendwie was, wo ich manchmal nicht ganz verstehen kann. Und das ist auffallend wenig, finde ich toll, dass das so auffallend wenig ist. Genau, so viel erstmal dazu vorneweg und eben einen herzlichen Dank speziell an den Thorsten, aber an die ganze Community. Kommen wir zu euren Fragen, bevor die Zeit rum ist. Sind eh so viele, ich habe schon massig rausgestrichen, jetzt glaube ich, muss ich noch mehr rausstreichen. Aber fangen wir an. Zockagame 08 fragt, wenn man einen Regius erst auf Frostfutter gewöhnt, weil die Eltern was gegen Lebendfütterung haben, kann man einige Jahre später, wahrscheinlich wenn man ausgezogen ist, das Tier wieder zurück auf lebend gewöhnen? Oder geht das nicht, weil das Tier die Würgemethode verlernt hat? Ja, liebe Zockagame, ich mach's kurz. Gar kein Problem. Die Schlange verlernt gar nichts. Du kannst dir jahrelang Frosch füttern, kannst dann wieder lebend geben, frisst die genauso gut lebend. Aus meiner Erfahrung gar kein Problem. Kill fragt, ich habe eine 2 Jahre alte Kornnatter und einen 1 Jahr alten Köpi. Was könnte passieren, wenn ich die beiden für 10 Minuten auf mein Bett tue, um ein paar Fotos zu schießen? Würden die sich gegenseitig überhaupt als Individuen wahrnehmen? Also Kill, das heißt, bei dir sieht es ungefähr so aus, einmal Kornnatter, einmal Königspython, auch wenn der ein bisschen älter ist, ne, hätte ich einen kleineren nehmen können, aber egal. Und du willst zusammen irgendwie Fotos schießen mit den zwei Tieren. So aus Hygienegründen in der Terraristik, also selbst ich probiere jetzt irgendwie die voneinander getrennt zu halten, so aus Hygienegründen
tut man eigentlich gucken, dass man die nicht zusammen, schon gar nicht zusammen im Terrarium hält. Oder ich würde auch, wenn ich jetzt meine Kornadern versorge und anschließend meine Königspythons, würde ich mir die Hände dazwischen waschen. Aber vielleicht ist das Kleiweng zu viel gesponnen. Ich glaube, wenn du die aufs Bett machst und schießt da ein paar Fotos und beide Tiere sind gesund und du hast die untersucht auf Parasiten, auf Viren und so weiter und die sind da sauber, dann kannst du es bestimmt bedenkenlos machen. Da wird nichts passieren. Gibt bestimmt irgendwelche Leute, die bei uns sagt man päpstlicher wieder Papst sind und sich darüber aufregen, aber es gibt Leute, die regen sich über alles auf. Ich glaube, du kannst bedenkenlos deine Fotos machen. Wenn die Tiere gesund und in Ordnung sind, ist das sicherlich kein Problem. Ifriedli 9872 fragt, ist schon jemand Millionär geworden durch die Königspythonzucht? Die Frage ist, wann ist man Millionär? Ich habe dir zwei Beispiele. Zum einen gibt es in den USA den Pete Kahl, der war einer der ersten mit Piebald Königspythons. Also ich behaupte, der Pete Kahl hat auf jeden Fall durch seine Piebalds Millionen verdient oder umgesetzt. Ob er letztendlich Millionär damit geworden ist oder ob er das Geld gleich wieder ausgegeben hat, kann ich nicht beurteilen. Ich selber züchte Königspython auch seit vielen Jahren und ist ja auch mein Schwerpunkt. Aber ich habe auch noch das Reptiliengeschäft. Ich habe, in meinem Fall kann man nicht von einer reinen Königspythonzucht sprechen. Und die Frage ist, bin ich Millionär, wenn ich jetzt meine Firma verkaufe, mein M&S-Reptilien verkaufe und alles? Ich denke, dann wird am Schluss vielleicht eine Million hängen bleiben, aber dann habe ich ja kein Geschäft mehr. Also von dem her, Frage ist, ich muss nicht. Zumindest reicht es für ein schönes Auto und für einigermaßen meine Kinder alle gut durchzufüttern und ab und zu mal in Urlaub zu gehen. Also ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, du kannst mit einer Königspythonzucht oder mit einer Schlangenzucht insgesamt, kannst du, wenn du das wirklich sehr diszipliniert, sehr gut, sehr sauber, sehr fleißig machst, kannst du sicherlich Geld damit verdienen. Aber das kann man so ziemlich mit allem. Also wenn du, ob du jetzt eine Königspythonzucht machst oder ob du sagst, ich mache einen Sockengroßhandel auf mit selbst gestrickten oder gehäkelten Wintersocken und machst das richtig toll und gut, dann kann das eine wie das andere funktionieren. SA5029. Kann man ein Baby-Jungtier in einem 120-60-60 Terrarium halten, wenn man genügend Verstecke anbietet, oder würdest du davon abraten? S.A. Du meinst ein Baby-Königspython in einem relativ großen Terrarium? Ja, das kannst du machen. Aus meiner Sicht, das Klima ist das Wichtigste. Wenn du da ein gutes Set hast, wo das Klima stimmt, ich würde empfehlen, richtig gut mit Heatpanel beheizt, wenn das Klima da drin stimmt. Du hast wirklich in dem 1,20 Meter Terry deine 30 Grad Lufttemperatur, hast eine gute Luftfeuchtigkeit drin, dann fühlt sich auch ein Baby-Königspython da drin wohl. Ich glaube, das Problem ist als nicht unbedingt die Behältergröße, sondern vielleicht fast eher das Klima. Die Leute wollen ein riesen Terrarium, 1,20 Meter oder gar 1,50 Meter, und haben dann die eine Ecke schön warm beheizt und der Rest ist eisekalt und der Python versteckt sich irgendwo in der kalten Ecke. Dann funktioniert es nicht. Also wichtig, das Klima muss stimmen, aber dann, oder wenn Kunden zu uns kommen oder wenn Kunden mich fragen, ich sage, du kannst von Anfang an, wenn du ein gut fressendes Königspython-Baby hast, kann der sofort in sein Endterrarium. Man muss nicht erst ein kleines kaufen und ein Jahr später oder zwei Jahre später ein größeres. Der kann direkt in sein Endterrarium rein. Lee Gengelberger 1076 fragt, mein Königspython ist laut Züchter ein Weibchen, die sei tierärztlich bestätigt worden. Ich habe jedoch nun schon dreimal nach einer Häutung etwas gefunden, das manche Züchter als Spermplugs bezeichnen. Es ist ja klar, dass Weibchen kein Sperma produzieren. Gibt es etwas Vergleichbares auch bei Weibchen? Oder haben sich Züchter und Tierarzt hinsichtlich des Geschlechts einfach geirrt? Ich würde sagen, ja, vermutlich hat sich Züchter und Tierarzt geirrt.
Ja, das ist das, was ich doch immer wieder erlebe, dass die Leute sagen, na, ich habe Männchen, ich habe Weibchen, ich gucke es nach und es ist gerade das Gegenteil. Vor allem tendenziell Weibchen entpuppen sich oft als Männchen. Ne? Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass auch bei manchen Tierärzten vielleicht die Erfahrung fehlt. Die haben ab und zu mal ein Reptil, haben auch in der Ausbildung wahrscheinlich, also einige oder ein Großteil davon hat in der Ausbildung ja auch nie Berührung mit Reptilien gehabt. Also eine klassische Tierarztausbildung hat bis vor wenigen Jahren zumindest keine Reptilien beinhaltet. Und wenn dann so ein Tierarzt alle paar Wochen, Monate probiert, ein Geschlecht zu bestimmen, dann kann da auch ein Fehler passieren. Es gibt natürlich jede Menge gute Reptilientierärzte, die das natürlich perfekt können und dann poppen können zum Beispiel. Also bei einem Königsbrüdern. Also ich frage meine Kunden meistens, ja, wie hat er es denn gemacht? Und wenn die dann sagen, naja, mit der Sonde. Und ich höre, dass ein Königsbrüdern Jungtier mit der Sonde sondiert wurde, dann denke ich mir schon, ah, eigentlich blöd, wieso hat er es nicht einfach gepoppt? Dann wäre es ganz sicher. Und dann wüsste man auch, der kann das. Aber es gibt welche, die können das bestimmt. Aber in deinem Fall würde ich vermuten, du hast ein Männchen. Soundanalysis. Welches Einstreu für Köpi Terrarium ist am besten geeignet bei Problemen mit niedriger Luftfeuchtigkeit? Problem mit niedriger Luftfeuchtigkeit hat fast jeder. Ne? Wir haben in der Wohnung 20-30%, wollen im Terrarium 70-80%, hat fast jeder. Ich würde dir auf jeden Fall Espen-Einstreu empfehlen. Das Espen hält meiner Meinung nach die Luftfeuchtigkeit gut. Aber du musst definitiv, also das Einstreu allein reicht natürlich nicht, du musst Moos reinmachen, zum einen in die Versteckhöhle Moos machen, aber man kann auch eine Ecke mit Moos machen, entweder das Phagnummoos oder auch das Ballenmoos kann man in eine Ecke reinmachen, das ist ein toller Feuchtigkeitsspender. Und du musst natürlich auch regelmäßig sprühen, ne? Entweder Beregnungsanlage oder du sprühst von Hand, aber das musst du zusätzlich auch. Und dann, wie gesagt, Espen einstreuen, das schimmelt auch nicht, wenn es als klein wenig feucht ist oder sowas. Und dann, denke ich, wirst du dein Luftfeuchtigkeitsproblem in den Griff kriegen. Nochmal Kill, die Frage ist gut, deswegen darf er zweimal kommen. Macht im Sommer ein Auslaufstall, in Klammer, das ist im Grunde ein Zelt für Kleintiere, Sinn bei Schlangen. Gibt eine YouTuberin, die meint, es sei gut für die Psyche der Tiere. Also die Frage ist gut, beziehungsweise die ist meiner Meinung nach so bescheuert, dass man sie auf jeden Fall behandeln sollte. Aus meiner Sicht macht es absolut bei Schlangen null Sinn, die da rauszutragen, weil eine Schlange will in der Regel kein Sonnenlicht. Also, wir reden ja sogar von Königspythons jetzt ganz speziell. Ein Königspython will nicht in der Sonne liegen, der mag diese Helligkeit gar nicht. Außerdem will er auch den Stress nicht aus dem Terrarium raus und irgendwie draußen in den Auslaufstall oder sowas. Und dann sitzt er da wie auf dem Präsentierteller. Also ich glaube, du tust dem Tier nur Stress an, wenn du das machen würdest. Für irgendwelche sonnenliebenden Echsen und Schildkröten ist das natürlich perfekt im Sommer. Ne? Wenn draußen die Sonne scheint, es ist schön warm. Wenn ich meine Badergarme in die Sonne mache, das ist super. Ne? Das Sonnenlicht ist optimal. Aber bei Schlangen bzw. speziell Königspythons, unnötiger Stress, der will das gar nicht. Also bitte sein lassen. Das waren eure Fragen. Ich danke euch, wie am Anfang schon gesagt, tolle Beteiligung. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und endlich mal wieder Check My Balls.